Guten Abend, meine Damen, Herren und Dinge. Warte zurück, das war falsch. Letztes Mal haben wir ja den Abschnitt 4 fertig gemacht. Jetzt kommen wir zu Abschnitt 5, der komischerweise wieder plus 2 beinhaltet. Und natürlich Fahnen suchen. Ach, da unten. Ich vergesse immer, dass man da sich umgucken muss. Mit Leichen Mal können gucken, wie wir weit die wir Gegner rumkommen. ablenken. Mit Leichen kann man die Gegner ablenken. Ah ja. Ui. Der verdammte Narr hat auch den verrückt? Verstand verloren. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit hier eine Fahne verbissen. Fehlen noch 6. Wo sind die? Wo? Sind die? Hier ist ja alles zu, ansonsten. Da habe ich ja schon geguckt. Ja, genau. Laufen. Ich muss doch auch irgendwie da hochkommen, oder? Was geht vor? Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Nein. Aber ich kann mir vorstellen, da oben sind auch noch welche. Aber ich komme dann nirgends hoch. So. Und was ich ja gestern auch gesagt habe. Keine Schnellreisen erstmal. Weil ich möchte die letzten Flacken alle und so weiter und so fort zusammensammeln. Das ist natürlich ungeschickt, wenn man die Schnellreise verwendet, weil man dann immer gern was übersieht. Oh. Ja, genau. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. War keine Absicht. Wo sind hier noch 6 Flaggen versteckt? Da ist eine. Ich sehe sie, ich sehe sie. Und der bin ich wohl auch schon 5, 6 Mal vorbeigelaufen. Ah. Nein. Wenn ich da gerade runterspringe, möchte ich da nicht nochmal hochspringen. Mann. Platz da. Hier ist auch nirgends eine. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ah, da. Hab dich. Sind es bloß noch 4? Dann hätten wir die ersten Flacken zusammen, aber. Hat er seinen Verstand verloren? Nein, ich habe meinen Verstand nicht verloren.
Wir müssen ja noch ein paar Mal hin und her reisen, von daher passt es ja noch. Ob hier auf dem Weg noch welche sind, wäre natürlich auch interessant zu erfahren. Nee, da geht's bloß in den Abgrund. Ups. Abendwind! Und tipp. Königreich. Krugträger können leicht ihre Essen holen. Ich habe auch Hunger. Das Weihnachtsessen war nicht so der Bringer. Es gab Fleischkäse und Schnitzelbäcke. Wir haben ja hier auch noch Türme, die wir aufmachen müssen. Reiten wir diesmal da lang. Dann verhungere ich ja. Geht ja mal gar nicht. Ja, ja. Oh, oh, shit. Entschuldigung. Ups. Ist mir das peinlich, ist Peter glatt durch die durchgeritten. Könntest du bitte aufsteigen? Hallo. Ja, das ist der Turm, den wir noch nicht hatten. Oh, du kannst mir gerade kreuzweise hier. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Boah! Schöne Drehung, die er da macht, aber leider umsonst. Autsch, autsch. Okay, da kommt die Verstärkung. Ist das nicht ein... Schnauze. Oh! Dritte und unten. Ich drehte selber, okay. Mann. Wollt ihr echt davon laufen? Wie konnten die bei dem Gefecht da stehen bleiben? Wie geht das? Oh, Fähnchen. Danke. Du hast noch 75. Hippie. Ach du Scheiße. Da hinten sehe ich gleich noch mal eine. Eine kleine Hafenstadt.
Also da ist noch mal eine. Da unten ist keine. Dort. Nehmen wir mal den Schimmel hier. Bist du ein Grund? Ne, du bist bloß eine Wache. Okay. Wachen sind. Ach, Jungs. Halt. Aussteigen. Aussteigen! Da drüben ist nochmal eine, okay. Ah. Ein bisschen nervig. Da ist nochmal eine, ansonsten. So auf den ersten Blick. Nein. Ach. Willst du mich verarschen? Oh, Steuerung, bitte. Wo kommen die denn jetzt wieder alle her? Aua! Und dort. Nein, nein, So, sind sie jetzt fertig. Danke. Geht doch. Oh, ich seh noch da. Ich hole mir jetzt erstmal die hier. Ja, ja. Dann habe ich da hinten auf dem Steg gleich nochmal eine gesehen. Ah. Yippie. Da sind sogar zwei. Hallo ihr. In fort, Bettler. Bewegung! Aua, aua. Und der fliegt ins Wasser. Autsch. Autsch. Bleib einfach liegen, Sulle. Oh, scheiße. Geht trotz dem ganzen Metall, schwimmt der oben. Das ist erstaunlich. Ah. Vorne. Hüpf, hüpf, hüpf. Hä? Einen wunderschönen guten Abend, Atze. Wie geht's dir? Vorhin ist gut durch die Woche gekommen. Hallo, du. Oh ne, wirklich. Geh mal baden. So einer. Ein Kreuzritter. Komm, geh schwimmen. Bleib einfach liegen.
Wie komme ich jetzt darüber? Hui, hui, hui. Ha, ha, ha. Hähnchen. Sölle. Dein Fernseher ist kaputt gegangen. Wie, du guckst noch Fernsehen? Das guckt doch heute keiner mehr. Wie kaputt gegangen? Kaputt, kaputt? Oder hast du keinen Ton? Oder? Oh, Bogenschützen. Ich muss den Bogenschützen da oben runterholen. Keiner will dich töten, Atze. Ich will nicht nur, ich tue es. Autsch. Ah. Ach, die rennen weg. Okay. Ja, wie kannst du jetzt den Chat gerade lesen? Wie? Oh, da oben ist auch eine. Das ist natürlich absolut scheiße, wenn das. Ja gut, ein neuer ist jetzt nicht die Welt, in Anführungszeichen. Bekomme ich ja schon gute für 200 Euro. Ach, jetzt muss ich nochmal da hoch, weil da ist so ein dämlicher Kreuzritter. Na gut. Aber das ist natürlich scheiße. Wenn es nicht so lang wäre, würde ich sagen, warte bis nach Weihnachten, weil dann waren die Dinge am meisten günstiger. Uch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich mich hinter den anschleichen? Nein, kann ich nicht. Aua! Autsch! Ja gut, die werden in der Regel nicht ganz so günstig. Ich seh dich. Zoll sind natürlich und am besten noch 4K, oder? Na, steigst du? Auf. Noch ein Kreuzritter, ist hier ein Nest oder was?
Viel kann ich. Okay. Oh, die können ja auch kontern. Eieieiei. 19 von 60, das ist schön. Reiten wir in die richtige Richtung? Ja, wir reiten in die richtige Richtung. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Da wird doch auch ein paar Fähnchen verpasst, oder? Das ist ja da kein Fernseher mehr, das ist ja schon... Wow! Nein! Oh! Oh, wo kommen die her? Das ist kein Fernseher mehr, das ist eine Tapete. Ist da wieder ein Nest oder was ist das? Steig auf, steig auf. Oh, da ist ein Kreuzritter. Wo kommst du her? Aua. Damit werden es bloß noch 40. Wie eine Schultafel, ja. Da könnte ich auch so ein Google-Board kaufen, oder wie heißen die Dinger? Bitte sag mir, dass du da drüber springen kannst. Die haben, glaube ich, schon alle Fahnen beim letzten Mal geholt. Wir machen jetzt einfach mal Kamikaze durch. Reite ich überhaupt richtig? Ja. Ja, ist immer richtig. Machen wir hier noch einen kleinen Bogen. Ja doch, die können auf die Fresse fallen und dann von mir verprügelt werden. Das können sie ganz gut. Oh. Oh, hier ist zu, hier ist zu, hier ist zu, Scheiße. Das ist der Wand. Okay. Hallo, Ibims.
Überraschung. Oh, da kam ein Bogen. Oh. Oh, da kommen Bogen. Wo kommen die ganzen Bogenschüsse her? Zum Glück schielen die Deppen. Ah. Autsch. Autsch. Falsche Richtung. Ah, fuck der. Mm. Okay, ich habe ins Wespennest gestochen und das ist die Belohnung dafür. Das habe ich auch nicht anders verdient. Gar nicht. Ich verteidige mich doch bloß gegen diesen unterdrückerischen feudalen Abschaum für die Freiheit und so. Oh, noch ein Bogenschützen. Wie viel muss ich denn noch abschlachten hier? Autsch. Was? Was? Das Pferd hat mich angeguckt? Moment, da kümmere ich mich gleich drum. Ah, Papa, geht der voll ins Hoch hier? Hallo? Halt du! Der Depp wollte da nicht hochgehen. Autsch. Können! Ich hasse die Steuerung. So, jetzt haben wir aber erstmal genug gemeuchelt. Da sind ja gleich zwei Flaggen. Und wir haben 34. Da hinten habe ich keine gesehen. Doch, ich muss die auch noch töten. Oh, danke fürs Wegschucken. Autsch! Der scheiß Bogenschützen ist da mein Problem. Wie wieder? Warum? So. Da drüben war die Fahne. Wenn ich schon mal hier oben bin, sehe ich, da in der Mitte steht nochmal, da drüben in der Mitte, die wollen ja quasi, dass ich die umbringe.
Die wollen das ja gar nicht anders. Muss wohl echt das ganze Militärlager durchklatschen. Bleib doch mal stehen! Damit hätten wir 36. Ich hoffe, das war's jetzt hier unten. Da hinten ist noch mal ein... shit. Autsch. Autsch. Weißt du, wenn sie wenigstens wieder respawnen würden, aber die respawnen ja. So, jetzt haben wir 37. Da sind auf beiden Türmen, links und rechts, sind welche. Oh, scheiße. Autsch, 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 autsch. Weg, 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 renn doch. Nein, da kann ich nicht drüber. Man kann hier auch schleichen, ja. Ups. Hier, Leiter, du hoch, genau. Wo? Hoch! Nicht! So, tschüss. Und alles nur wegen dieses Scheißflaggen. Ach ja, komm, es war genug für heute. Weh, da sind wahr noch irgendwo Flacken, wo ich jetzt übersehen habe. Dann gibt's Schläge. Dann verprügel ich alle nochmal. Die sind ja immer noch da. Wo ist mein Hotehü? Wo ist mein Hotehü? Da ist ein Hotehü. Das weiß ich manchmal. Das weiß ich selber nicht so genau. Und wir reiten einfach durch. Okay, das wusste ich nicht, dass die so unterbrechen können.
Ich wollte hier friedlich durch. Das Baum im Weg, ich sehe nichts. Au! Ich kämpfe gerade mal einfach durch den Baum. Kameraführung, hallo! Autsch! Das war ein unerlaubter Tiefschlag. Ja, dann renn auch weg, verdammt nochmal. Ich wollte ja wirklich friedlich aus dem Tal vor uns rausreiten, aber nein! Nein, kann ich nicht. Ich muss hier schnell weg. Meine Haare sehen krumm. Oh, ich muss unbedingt zum Friseur. Ihr könnt mich mal gerade. Ich hab noch nicht mal gezuckt. Ihr Bäume ist im Prinzip ein Problem. An, Spartissel! Du hast schon ein paar Kommastellen vergessen, Atze. Und Spartissel, bitte einmal fehl AC. Weil das hier ist gerade ein Fehl des Grauens. Warum können die nicht früher wegrennen? Das hätte jetzt so viel Blut und jetzt muss ich meine Klinge wieder putzen und... Ach Mann. Danke, Spartissel. Sind hier auch irgendwo Fahnen? Ne, oder? Ja, hier ist Wand. Hier sind bloß Leichen. Aber nirgends Fahnen. Nein, Spartissel. Wobei, könnte man mal. Ich wollte sowieso noch ein paar gucken, also so die Hosts und so weiter, die Leute, wo mich hosten, anzuzeigen. Dieses Ganze mit Follows und so weiter, weiß ich nicht, ob das nötig ist oder. Das heißt, nötig ist falscher Ausdruck. Aber ich finde, die Hosts sind ja permanenter und wichtiger eigentlich. Da habe ich mir schon überlegt, die auch anzeigen zu lassen, aber mal gucken. Die haben ja hier immer noch nicht aufgeräumt. Jetzt bin ich ein halbes Jahr weg und die haben immer noch nicht aufgeräumt. Hier fehlen uns ja auch noch ein Haufen.
Fähnchen. Orientieren, wir müssen einmal quer durch die Stadt. Ich hoffe, ich spiele es jetzt auch in der richtigen Reihenfolge. Ich denke mir, dass mir die Nase läuft. Ich glaube, hier müsste ich fast alle Fahnen haben. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Wir sind noch in der richtigen Richtung unterwegs, jawohl. So. Anständig Hallo sagen. Seid gegrüßt, Altair. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkor. Ich gehe sofort ans Werk. Ihr solltet euch auf die folgenden Orte konzentrieren. Warum? Die Docks im Osten zwischen den Schiffen und Mannschaften. Die Kapelle im Nordosten bei der Kreuzung, die den Hafen überblickt. Und der Norden vor dem Johannestor. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank für euren Rat. Altair. Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich über unser Credo. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Geh in Frieden, aber geh. Reflexe. Zis? Als wenn du Reflexe hättest. Erster Turm ist gleich hier drüben. Mit einer Wache oben drauf. Nein! Was habe ich denn falsch gemacht? Sagt es mir doch. Bandi, j'aurai ta peau. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Kann da, glaube ich, probieren wir es einfach mal. Maudit Voleur, je te ferai trancher la main. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Du wiederholst dich mir, Jung. So, der wäre erledigt. Da. Ja, genau. Halt dich an den Zinnen fest, Depp. Ich mache ja schon. Fähnchen sehe ich jetzt aber keins. Wir haben hier direkt eine Informantenherausforderung in der Richtung. Dort. Oh, Fahne.
Voll krass lang. Ah, da. War ich hier oben sogar richtig? Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Reichen Sie den Informanten. Da ist noch eine Fahne. Wo ist die Fahne? Da drüben. Wenn ich jetzt wegen den Fahnen die... Wo ist denn der? Nein. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Hä? Wo ist er? Da? Ui. Friede sei mit euch. Oh. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Wie, mir macht das nichts aus? Ich bin Schwab. Natürlich macht es mir was aus. Fünf. Ach, das sind neue Fahnen. Willst du mich verarschen? Das sind neue. Warum ist der so in Eile? Elender Dieb, du wirst sterben. Das sind ja noch mehr Fahnen. Warum? Warum, warum, warum? Jetzt sind wir hier. Oh, geschickt. Die Kirche gehe ich mal davon aus. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich komme mit der Steuerung klar. Die Steuerung ist nur scheiße. Viel Spaß, Bartissel. Nein, nein, nein. Gehst du da drauf? Und yellow. Nous sommes les envoyés de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Mais tout y avait. Haltet euch fern. Puis, Seigneur, je te donne un temps dont j'ai besoin. Hauptsache, der Bogenschütze da oben kriegt nichts mit. Ich
Ich wünschte, meine Söhne wären noch halb so tapfer. Ich werde viel Glück erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, könntest du mich bitte gehen lassen? Wie christlich von dir. Nicht. Dann nehmen wir den Aussichtspunkt hier als nächstes. Ja, ich bin ein Assassine und du bist tot. Da. So knapp 4K. Na, wenn es sonst nichts ist. Da ich keinen Fernseher gucke, reichen mir meine PC-Monitore. Hier ist gar nichts, okay. Dann nehmen wir den Turm. Besoffener. Wespennest. Gebt doch einfach freiwillig auf. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Ja, ja. Trotzdem, ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Was wollt ihr denn eigentlich? Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Was ist passiert? So, weg hier. Turm, da. Nein. Dann halt hier. Nicht? Nein? Doch. Geht doch. Halt, 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 halt. Boah. Manchmal ist der echt zu dumm zum Scheißen. Und immer die Augen offen halten. Oh. Na, ups. Ja, ist es. Oh, Fähnchen. Ich hol mir dein Geh mal fliegen. Wer hat diese Person umgebracht? Niemand. War ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Das muss, Vier von neun. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Bürgerrettung.
Befragung Informanten, okay. Pännchen. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Essaye de t'approcher pour voir. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Oh. Das wird ihn lehren, besser aufzupacken. Wo? Hä? Ach du Schande. Den Teil da hinten habe ich ja komplett übersehen. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Ah, Entschuldigung, Madame, das Wort. Entschuldigung. Aua. Putz gegen die Wand. Aua. Ich denke, ich sollte euch danken. Ja, solltest du. Dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Na, lass mich weg hier. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Der Hafen. Schaut, was macht er da? Die werden sicherlich irgendwo Fähnchen sein, die ich wahrscheinlich tausendmal übersehen werde. Aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir erstmal den da draußen und dann den da drin. Was tut dieser Mann denn? Besoffener. Hallo du. Ah, shit. Geh mal fliegen. Okay, der konnte nicht fliegen, Entschuldigung. Warum schreien die immer so? Ihr könnt wieder gehen. Tschüss. Ade. Es wird langsam. Was haben wir hier? Das nehmen wir auf dem Rückweg, da gehen wir erstmal hier hin. Wenn wir schon mal beim Tor sind. Hallo! Gott.
Kein Fähnchen, kein Fähnchen. Okay, die Wachen lassen mich wahrscheinlich nicht durch. Und hier ist das Ganze unbewacht. Wir müssen doch irgendwo Fahnen sein. Wir müssen doch irgendwo, müssen doch da Fahnen sein. Entschuldigung. Er muss den Verstand verloren haben. Ich weiß, er kann nicht schwimmen. Survey, was? Entschuldigung. Mach doch mal Platz da. Bisschen vollgeschissen. Ich war doch noch gar nie da. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Geh. Habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Schnauze da unten. Okay. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Ja, wie oft denn noch? Hallo, falsche Richtung, da lang. Es muss doch da weitergehen, oder? Jawohl. Oh, ein Fähnchen. Wow. Nur noch 23 von den Dingern. Und das ist gar nicht der Aussichtspunkt. Das ist der Aussichtspunkt. Schön. Nicht. Ah, da gab es auch einen Trollhaufen, oder? Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Ja, ja. Na komm, das war so ein halber Fehler. Es gab immerhin einen. Na gut. Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Du wüsstest, dass er sagt, wie wir uns Autsch! Aua! Nicht anfassen ohne... Gibt's doch nicht! Und Dutz. Na komm schon, na. Okay, werden langsam weniger, aber nur langsam. Nur noch du. Okay, jetzt sind sie alle weg.
Dann gucken wir auch mal, wenn wir schon mal hier sind, ob hier irgendwo ein Fähnchen ist. Natürlich nicht. Warum auch? Oh. Ja, genau. Nein. Oh, 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 oh. Immer dran denken, der Bub kann nicht schwimmen. Nein, 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 nein. Ah. Der springt freiwillig davon. Okay. Der hat's begriffen, da sollte man nicht im Weg stehen. Ist es jetzt? Ja, das ist jetzt auch der richtige Turm. Gut. Der ist auch leicht verschissen. Wird's jetzt dunkel? Jetzt muss ich wieder hier rumkriechen und gucken, wo es hochgeht. Da, sehr schön. Nein, doch nicht. Willst du mich verarschen? Da kommt er nicht hoch, auf der anderen Seite, wo sie einfach ein bisschen mittiger sind, da... Kein Fähnchen? Kein Fähnchen. Aber sieht zumindest mal hübsch aus. Bibi Van. Und kann ihm jemand die Lasagne wegschnappen, bitte? Danke. Und hier ist natürlich nichts. Und hier dahin und dahin und da müssen wir sowieso auf dem Rückweg. Okay, passt alles. Was mich ein bisschen irritiert ist, hier gibt es die ganzen Wege zum Königreich nach draußen, aber die sind ja noch versperrt. Wo ist denn da der Trollhaufen? Ach, da unten ist der Trollhaufen, okay. Aber fahren gibt es hier nirgends. Wahrscheinlich da drüben in dem Ding innen drin. Könnte ich wetten. Befreien wir dich aus deinem Endlosschleifen-Elend. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Okay, warten, bis er sich rumdreht. Warten, bis er sich rumdreht. Ja, da hast du recht. Also aus deiner Perspektive. Nein, hier ist natürlich keine Fahrbahn. Nee. Das sieht irgendwie nicht so aus, als wenn ich da hochkäme. Also war der ganze Weg umsonst. Benutzen Sie Konter. Warum? Was soll das?
Und natürlich bin ich jetzt hier ganz oben. Lass mich ja in Ruhe. Oh, guck mal, was da steht. Hallo du. Und 1, 2 und 3 und 4 und 5. Und da waren es bloß noch. Ach du Jemine. 38. Was ist denn da? Belästigt jemand anderen. Deutschen Ordens. Die Mannschaften werden für den Dienst in der Flotte ebenfalls dem Orden übergeben. Ich wusste, hier ist irgendwo ein Fähnchen. 11. Hör auf zu heulen. Okay, ich heule nicht mehr. Aber ist ja langweilig, wenn ich nicht mehr heule. Das würde ja heißen, es funktioniert alles. Geht doch. Jetzt geht die Beute erst auf Mami. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ach, Gatte, Mist. Auch kein Fähnchen. Gibt es auf der Seite keinen Durchgang? Ist es da oben ein Kreuzritter? Natürlich komme ich da nicht hoch. Mist. Och, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Seien gerade ein bisschen viel gewesen wieder. Die sehen ein bisschen verwirrt aus. Okay. Boah! Natürlich! Natürlich! Ich hab's ja friedlich versucht, aber wenn ihr nicht hören könnt, dann. Gott. Oh, das geht auch? Okay, wusste ich gar nicht. Geh du mal baden. Ah, nicht ich baden, nicht ich baden, nicht ich baden. Ah. Baden gehen. Baden gehen.
flammes de l'enfer pour purifier ton âme. Ton âme brûlera en enfer. Aua. Autsch. Und schwupps. Oh. Ja, dann renn endlich auch. Und natürlich ist das der Ausgang, wo eine Wache steht. Ach, scheiße. Hier sind lauter Besoffene. Weg, 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 weg. So. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, dann kann man hier den Taschendiebstahl. Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern, Taschendiebstahl. Ja, da ist der Taschendiebstahl. Na? Ich würde gern. Na, oh, nein. Sag ihm, ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Soldaten sich in mein Geschäft einmischen. Hör zu, alter Mann. Nein, ihr hört mir zu. Das ist mein Hab und Gut nicht seins. Selbst wenn Jesus Christus den Mann persönlich ermächtigt hätte. Es ist keine Bitte, es ist ein Befehl. Oh, das ist ja drollig. Er könnte nicht mal kleine Kinder befehligen. Ich habe gesehen, was er aus dem Hafen gemacht hat. Mich wird er nicht ruinieren. Lest einfach den Brief. Ihr werdet sehen, seine Bedingungen sind großzügig. Ach gut, ich werde mir sein Angebot anschauen. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Meinung ändern werde. Und jetzt geht, hinfahrt. Aus dem Weg gehen, aus dem Weg gehen, aus dem Weg gehen, aus dem Weg gehen. Seht, was ich zu bieten habe. Alles ist neu, alles zu einem gerechten Preis. Ihr seid wirklich sehr klug. Darum seid ihr ja auch zu mir gekommen. Oh nein, 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 ach. Besoffener. Glück gehabt. Brief, der sagt, dass Siebrand keine Wachen an der nördlichen Docks positioniert hat. Okay. Warum blinke ich? Ich blinke. So, da waren wir schon. Das ist so wieder auf die andere Seite. Na toll. Ich laufe mal ein bisschen unten rum in der Hoffnung, dass hier auch noch irgendwo Fähnchen sind. Weil so viele sind es ja hier nicht mehr, wo. Hier zu finden sein müssten. Ach, leck mich doch am Arsch! Willst du mich verarschen? Wo kamen die plötzlich her? Ja, diesmal warte ich, bis sie wirklich weg sind.
So, sind sie weg. War das der, wo ich gesehen habe, dass er da rumsteht? Fahne! Bin ja schon weg. Ach, das ist Befragung, okay. Aber den habe ich von da unten gesehen, habe gedacht, das sei so ein Kreuzritter. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Dass deren Sprecher immer aussehen wie Bettler. Ja, jetzt lauf weiter. Das Wachen. Wir sind überall Wachen. Irgendwo, wo keine Wachen sind, das ihn zusammenschlagen kann. Wir sind ein Haufen Schläger, das wird eine Massenschlägerei. Autsch. Boah, ich werde hier gerade richtig verprügelt. Das sind zu viele. Autsch. Boah, da kommt noch einer. Nippa! Das wird nix, das wird nix. Schlagen, Deckung, schlagen. Okay. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein. Es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat, damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand, sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Geh.
Okay, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt sind wir weg. Okay. Interessant. Die wollen ihren eigenen Chef. Boah. Ihren eigenen Chef behindern bei der Eroberung des Heiligen Reiches. Ja, weg, 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 weg. Informant. Ich treffe aber auf jeden Wespennest, du. Dort. Geh weg da. Geh weg da. Autsch. Das war ein Tritt in den Magen. Ui. Au. Na, das war zu früh. Zu früh. Die können das kontern, das muss ich mal langsam mal merken. Autsch. So, wo ist jetzt der Kollege, dem ich helfen soll? Bin ich gerade blind? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Wo ist der? Da steht er. Unten. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach. Vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Aha. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Tötungsmission. Da ist einer. Das war Nummer uno. Oh nee, Kreuzritter. Und natürlich ist die Mission deswegen fehlgeschlagen, wegen dir, Depp, du Damischen. Es war schön, dass ich den gefunden habe, aber das war vom Timing her etwas schlecht. Also zurück nochmal das Ganze von vorn.
Warum ist denn hier der Verkehr so dicht? Nein. Ey! Und das Ganze von vorn. Jetzt liegen hier noch die Leichen rum und die Jungs. Ich salze gerade ein wenig, Entschuldigung. Ja, könnt ihr mal schneller machen. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Action-Sicht. Mhm. So, wo sind wir? Wir machen erst mal den Turm. Er kann nicht bei Verstand sein. Ah, Scheiße. Und weg ist er. Auch immer die Augen offen halten, ob man irgendwo noch ein Fähnchen findet. Was haben wir hier? Hier haben wir Informantenherausforderung und Bürgerbefreiung und noch ein Türmchen. Was fehlt Ihnen denn nur? Nix. In Gottes Namen treibt er da. Was tut die Frühsport? Habt ihr ein wenig Geld? Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren?
Anstatt dass er einfach schießt, wenn ich einen Meter vor ihm bin. Okay. Mir soll es ja recht sein. Hallo Vogel. Kann es eigentlich sein, dass ich von den Zinkbalken her voll bin und dass es da gar nicht mehr voller geht? Nur mal so am Rande. Habe ich da eine Fahne gesehen? Jetzt schwören können, ich habe da gerade irgendwo. Nee. Ich sehe gerade nirgends ein Fähnchen. Hat es hier noch irgendwas auf? Oh, da hat es einiges aufgedeckt. Dann machen wir erstmal. Halt, wir springen in die Richtung, machen wir erstmal die Bürgerrettung da. Das. Vorsicht jetzt. Oh. Nummer 1. Nicht anfassen. Aua. Aua. Okay, ich habe hier wohl wieder irgendwo ein Wespennest erwischt. Das kann ja wahr sein. Au. Autsch. Schnauze. Ich kenne das zwar auf Französisch angeschnauzt werden, aber allerdings aus anderen Gründen. Schnauze. Das ist nett. Dankeschön. Dann kurz in die andere Richtung. Schnell. Da lang. Nun gut. Wo hast du dich verkrochen? Heute ist irgendwie. Und natürlich wieder ein Wespennest. Wie viel sind denn das schon wieder? Autsch. Autsch. Guten Abend, Zonk. Ja, heute mal Kreuzfahrer verprügeln. Ich habe ja leider versprechen müssen, dass wir 100% ranmachen. Deswegen auch die ständige Suche nach dem Fähnchen. Und heute habe ich irgendwie das Glück, in jedes Wespennest, wo irgendwo 12 Kreuzfahrer sind, springe ich rein, mache irgendeinen Fehler. Und müssen dann alle töten, obwohl ich gar nicht will. Ich bin ja eigentlich friedlebendes Hörnchen. Ich töte ja nur, wenn jemand an meine Wintervorräte kommen will.
Die stapeln sich da langsam. Wie geht es dir, Zong? Bist du gut durch die Woche gekommen? Den heutigen Tag auch vollends gut überstanden? Arch, Konter. Ah. Ich hoffe bloß, dass die nicht wieder wie So, jetzt schnell weg hier. Doch, sie respawnen. Da guckt, die respawnen direkt. Die sind direkt respawned. Ah. So, wo muss ich jetzt hin? Das geht wieder. Also ich musste, ich saß nach dem Stream am Dienstag, war das ja. Na toll, ich muss da runter. Wo muss ich denn da hin? Eine Stunde auf dem Klo. Und danach war dann wieder alles gut. Das war wirklich die Nudeln, die ich da wohl gegessen. Wirklich die Nudeln, die ich gegessen habe. Oh, könnt ihr mal wieder gehen, weil ich muss mich doch hier hinsetzen. Ich muss ja belauschen. Oh yeah. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke. Flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich? Nun lacht, solange ihr könnt! Herr, habt ihr ein wenig Geld? Verdoppelt die Wachen! Hm, welche? Meine Familie. Na, alle! Wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Gib mir doch ein bisschen Geld! Ein paar okay. Was ist geschehen? Der Typ ist ein bisschen paranoid, aber nur ein bisschen. Ja, die, also normalerweise hatte ich mit dem Lieferservice, das war ja geliefertes Essen, hatte ich bisher eigentlich noch nie Probleme. Aber da irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Wobei die Nudeln, also es war jetzt auch nichts Scharfes dabei. Das waren Nudeln mit Hühnerfleisch und Käse-Sahnesoße. Und ein paar Pilzen. Vielleicht war ein schlechter Pilz oder sowas dabei, also ja. Auf jeden Fall ging es danach wieder. Ich habe zwar dann am nächsten Tag einen Mordshunger gehabt, logischerweise. Aber es ging dann wieder und ich konnte das Essen dann auch bei mir behalten. Ach. Geh einfach runter. Fähnchen, kommt irgendwo, muss noch ein Fähnchen sein. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Ich flehe euch an, Herr, ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Gute Güte. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen... Was soll ich hier machen? Informantenherausforderung. Wo ist er? Ja, weg, weg, weg. Ich flehe euch an. Ihr, ja ihr. Ich erkenne diese Robe. Hütet eure Klinge, ich verrate euch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Ich traf einen Mann, der mir nun nach dem Leben trachtet. Die Umstände sind nicht wichtig.
Wisset nur, dass er es verdient hat. Bringt mich sicher zum Stadttor und ich werde euch belohnen. Na. So eine Mission wieder. Platz da, VIP, VIP, Platz da. Hier endet dein Leben. Autsch. Autsch. Wie läuft's denn eigentlich bei World of Warships? Ich hab da jetzt etwas länger nicht reingeschaut. So, weiter geht's. Müssen wir uns ja durch die ganze Stadt meucheln, dass der hier rauskommt. Ich brauche jetzt für die eine Mission schon so lange wie für die drei vorhin zusammen, glaube ich. Aber macht doch Spaß. Ja. Nein, weg da. Aber zum Glück sind es bloß einfache. Und weiter geht's. Mist. Weil der mich angegriffen hat. Deswegen kämpfen wir. Ja, rennt mal weg hier. VIP, Platz da, Platz da. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mein Pack. Geh weg. Fort. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ja, dafür kann ich auch noch ganz schnell rumrennen. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann. Karte mit den Positionen von Sibrans Wachen, okay. Kann ich da jetzt auch lang? Ja, könnte ich. Will ich aber nicht. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Dann gehen wir mal hier zu dem Aussichtsturm und dann hätten wir hier noch... Nein. Hier hin und dann haben wir hier noch was. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche... Au! Warum hat er das jetzt getan? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass hier irgendwo Fähnchen sind, weil es sind ja eigentlich nicht mehr viele von den Deutschritterorden. Ich habe eine gesehen. Ich habe eine. Im Flug habe ich eine gesehen. Erledigen wir das als erstes oder gehen wir erstmal in Aufsichts. Erledigen wir das erstmal. Angeber. Ah, shit. Ja.
Aber ich glaube, mehr Sync-Punkte bekommen wir nicht mehr oben, oder? Ah, sorry. Autsch, autsch. Au, 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 au. Der kontert so gut. Aber jetzt nicht mehr. Fähnchen, Fähnchen, ist ja ein Fähnchen. Noch nicht ganz die Hälfte. Muss irgendwie da hochkommen. Ich muss da hoch. Das wo? Autsch. Wo komme ich hier hoch? Nein. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo wieder eine Leiter. Probieren wir es einfach mal hier lang. Schaut, schaut, was macht er da? Geht doch. Dann halt so. Okay, hier hat es leider kein Fähnchen. Hat es hier oben ein Fähnchen? Nein. Pip. Da drüben hat es ein Fähnchen. Ich wusste, ich muss da hoch. Habt ihr es gesehen? Da ist eins. Oh. Wie bin ich da gerade? Okay. Hallo. Autsch. Solle. Und da ist noch ein Fahnchen. An dem muss ich aber schon tausendmal vorbeigelaufen sein, oder? Dann machen wir mal die Informanten-Herausforderung. Ach, das war die. Ich will nicht. Ich will. Oh, je, je. Nörgel, 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 Nörgel. Oh, das ist die letzte. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht
und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Okay. Nummer 1. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Züge, bitte. Ich brauche es. Fehlt bloß noch einer, fehlt bloß noch einer, fehlt bloß noch einer. Aber das wäre ein bisschen arg einfach. Geht, das war. Jetzt war es im Verhältnis zu vorher doch etwas einfacher. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akkon. Das hier kann ich euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. In Docks treiben sich viele betrunkene Seeleute rum. Ja, das habe ich selber festgestellt. Eieiei, diese Weisheit. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Fähnchen. Gibt es diese Deutschritterorden-Fähnchen nur hier oder waren die auch da? Kann ich eigentlich irgendwo sehen, weiß das jemand, kann ich irgendwo sehen, wie viele Fähnchen ich noch übrig habe? Alle Elemente, Missionsziele, optionale Ziele, alle Ziele, ja gut. Im Prinzip können wir jetzt zurück, oder? Ja, wir können zurück. Warum würde jemand so etwas tun? Ich frage mich auch manchmal, warum ich das mache, aber ich kann es halt. Und tschüss. Weiß, es bringt dich, weil die gleich wieder alle respawnen. Was tut ihr? Wir werfen sie aus Akkon und vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Ich hol mir deinen Kopf. Nein, 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 nicht schucken, nicht schucken, nicht schucken. Und tschüss. Und Rinder. Vergiss es. Du wirst dich schon wieder zeigen. Ja, ja, werde ich schon, aber dann ist es zu spät für dich. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich da... Jolo, zu kurz. Also ich weiß wirklich nicht mehr, ob hier die Fahnen, also ob es jetzt sozusagen zwei Fahnen gab. Da muss ich hin. Wir haben ja alles erledigt, oder? Ja, haben wir. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei.
Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnis. Das heißt also, die anderen sind jetzt alle vorgewarnt. Es wird also immer ein Tick schwieriger. Gut, das ist ja... Eins habe ich nicht gemacht? Moment. Was habe ich? Oh. Hier ist noch eine Bücherrep. Die können wir noch nebenbei machen. Das ist ja kein Thema. Dann machen wir erst noch geschwind die Bürger-Dingsbums und dann... Habe ich die tatsächlich direkt am Anfang? Ah, Mist. Ja! Oh. Herzlichen Dank für den Host. Hast du gestreamt? Wie geht es dir? Gut ins Wochenende gekommen? Ich hoffe, du hast schon Wochenende und musst nicht wieder arbeiten. Ich glaube, das waren hier zwei, weil in dem... Also von den Fahnen her. Noch kein Wort mehr. Das Timing... Ich krieg das Timing gerade nicht hin. Jetzt oder? Das sind ja, was waren das? Ich glaube, der, wo da am Boden liegt, das war ja ein Johanniter. Also der erste Bezirk von... der erste Bezirk war ein Johanniter und gegen die, wo ich gerade kämpfe, das sind ja Deutschritter. Deutschordensritter. Schnauze. Ich hoffe, dir geht's trotzdem gut, Ria. Und sorry, dass ich gestern im Stream gehen musste, aber unter der Woche nach 22 Uhr ist bei mir halt ein bisschen kritisch momentan. Zottle. Bett in einer halben Stunde, okay. So, jetzt haben wir den Bürger gerettet. Warum sprechen die Deutschritterorden alle Französisch? Also ich weiß, dass der Deutschritterorden, der war ja eigentlich... war der überhaupt bei den Kreuzzügen dabei? Also ich weiß, dass die haben ja eigentlich, also die haben Kreuzzüge gemacht, aber das waren ja eigentlich die, wo oben gegen die Polen und die Litauer gekämpft hatten. Hinter dir. Danke. Nicht runterfahren, nicht. Bleib einfach liegen. So ist gut. Dann ist ja gut, dann bin ich ja beruhigt. Ne, also der Deutsche Ritterorden. Ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht. Also die mit den weißen Hintergrund, schwarzes Kreuz. Die haben ja Kreuzzüge in. Also was dann Preußen wurde und Polen und Litauen geführt.
Und es waren Söldnerheere, also das war schon alles Mögliche gemischt, das waren jetzt nicht nur Deutsche. Aber warum sprechen die Französisch? Deutsch als solches gab es da zwar noch nicht, aber... Meister Siebrand, ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine. Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Doch ich. Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon. Bleibt wachsam, Männer. Richtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Jep, das waren die mit den Hörnern oben drauf. Also es sind Deutschritter. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. Sie waren... Und du? Ey! Der Segler. Du kannst doch nicht einfach wegschwimmen! Ja, mit Barbarossa, ja, aber deutsche Ritter waren ja nicht der deutsche Ritterorden. Das ist ja ein kleiner Unterschied. So, jetzt ist er da hinten. Wie bin ich da vorhin hingekommen, da bin ich da drüben lang gegangen. Ich weiß, dass die Templer wurden ja von einem französischen König verboten und dann verfolgt. Wegen Ketzerei. Wird wohl im Nachhinein gesehen, weil die Templer hatten verdammt viel Geld und Land und Gold und sonst irgendwas. Und dass der einfach nur das Geld einkassieren wollte für sich. Und der Deutschritterorden war zwar Teil der Templer, aber ist irgendwie davon gekommen. Irgendwas war da. So, wo muss ich jetzt lang? Verlässt dich deinen anderen. Weg, weg. Einmal schon habt ihr ihn verloren.
Lass ihn nicht noch einmal entfliehen. Entschuldigung, hier wollte ich nicht lang. Warum haben die jetzt so Panik? Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Hey, so keiner von euch seine Hand erheben mag, um deine Schlüssel zu hören. Ups. Okay, dritter Versuch. Aller guten Dinge sind drei. Sorry. Bitte sagt mir, dass ich da hoch. Hui. Wo ist er denn? Okay. Nee, bei den Ritterorden, das war, da war Europa. Oh. Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz. Warum? Warum steckt er das Schwert weg? Heute salzt mich das Spiel. Nee, also die Ritter waren, was die Nationalitäten angeht, nicht ganz so. Da ging es eher drum. Der Glaube war da das Entscheidende. Ich hasse die Sto. Wenn sie von Wachen. Zum Glück schaut Sportzissel nicht mehr zu, sonst würde der Fail-Counter gerade durch die Decke. Also wer gerade Langeweile hat, Ausrufezeichen Fail AC zusammengeschrieben. So. Wie blöd kann eigentlich der Vollpfosten von... Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Versuch Nummer 5. Ganz ruhig. Das schaffen wir heute noch. Ich habe ja noch ein paar Stündchen. Und wenn ich mir jetzt sagen lasse, dass die Steuerung im nächsten Teil noch salziger ist, da freue ich mich schon mal drauf.
sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Schleimer. Ach, Spule jetzt. Fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, da wir Fähnchen suchen, werde ich jetzt noch zurückreiten. Werde aber diesmal das Tor hier oben nehmen. Einen wunderschönen Abend, Fussel. Wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir langsam besser. Oder es geht dir schon besser. Und man ist geteilter Meinung über meine Leistung. Also wir denken, dass wir das recht gut machen. Also die eine Hälfte. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Scheint aufwärts zu gehen, das freut mich zu hören. Das freut mich sehr zu hören. Was mich noch interessieren würde, hier war doch vorhin, wo ich die Mission hatte, bin ich doch dem einen Templer da voll reingelaufen. Ja, ja, jetzt ist es plötzlich wieder du. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ihr habt mich bei noch umgebracht. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? Nein, kann man nicht, weil ich weiß es selber nicht. Hähnchen. Ups, Entschuldigung. Guter Herr, ich bin nur ein alter Mann. Vorsicht! Warum, wenn ich da gerade aus, warum gehst du da hin? Heute komme ich mit der Steuerung. Bisher hatte ich nicht solche Probleme, aber heute ist wirklich einmal Fehl plus bitte. Bleib einfach liegen, Mann. Ins Königreich, bitte. Mit Leichen. Ah. Das kannst du nicht? Okay. Oh, hört sich. Sind wir? Ja, wir sind immer noch da. Dann machen wir jetzt hier den schönen Umweg, um hier mal zu gucken, was hier ist und dann da lang zu gehen. Weil wie gesagt, wir haben ja noch... Wand. Gibt es da ein DLC, das ich irgendwie verpasst habe oder sowas? Oder ist es einfach storytechnisch einfach nur so? Ja, ich weiß. Ein
Wand. Baum. Guten Abend, Nietz. Wie geht's dir? Auf dir geht's gut. Gut ins Wochenende gekommen. Hattest du noch Urlaub? Ne, du hattest letzte Woche noch Urlaub, oder? Naja, geht so. Das hört sich nicht so Fähnchen. Muss ich dazu echt absteigen? Nein, von der anderen Seite bitte. Okay. Dann metzeln wir sie halt nochmal alle nieder. Ich wollte ja eigentlich wieder friedlich davonreisen, weil eigentlich haben sie ja meinen Wintervorrat an Nüssen nicht angefasst. Dort. Krank. Der schuckt. Nicht gut, nicht gut. Dann hoffe ich auch, dass dir's bald wieder besser geht. Nachdem ich ja zum Glück so halbwegs hinter mir habe. Zumindest was das Kranksein angeht. Lall mich nicht auf Französisch summen. Nicht nach da drüben, nicht nach da drüben, nicht nach da drüben. Hallo? Was? Oh Mann. Ja, genau. Ich sag's ja, heute macht mich die Steuerung fertig. Bleib doch einfach liegen. Gut. Und jetzt bleib einfach liegen. So. Okay, mit dem Wurfmesser komme ich nicht so weit. Der Vorteil ist, wir können uns jetzt hier mal in Ruhe umgucken, ob es hier noch ein Fähnchen gibt. Nur noch ein bisschen husten und stopfen. Nicht verschleppen, nicht verschleppen. Also ich habe ja wirklich die Rostkur gemacht mit diesen Tabletten, wo ich da erzählt habe. Mit den Kodi-Caps, die mich ja wirklich weggebeamt haben. Mein Chef hat's nicht gemacht, der ist die Woche zusammengeklappt. Aua. Ist aber auch nicht die nette französische Art. Ach, da ist er. Nach dir habe ich gesucht. Au. Aua. So, und jetzt bleib einfach
liegen, so. Fähnchen sehe ich jetzt hier aber keins mehr. Ach doch, da oben. Da ich hier sowieso nicht durchschleichen kann, machen wir es gleich auf die richtige Art und metzeln uns einfach durch. Au, au. Was mich gerade ein bisschen stört an der Position, sind die Bogenschützen. Scheiße, das war jetzt zu viel. Au. Du lässt drauf ankommen? Nein. Warst wenigstens beim Arzt. Meine alte Handballerregel, egal was es ist, wenn es nach 3 Tagen nicht weg ist, Arzt. Oder waschen. Meistens Arzt. Ich würde gerne... Nein. So, Fähnchen. Fast die Hälfte. Fast die Hälfte. Die da drüben haben nur zugeguckt. Okay, die da drüben haben nur zugeguckt. Ich sehe schon, es geht einmal hier lang und einmal da. Oh, sind hier noch irgendwo? Nein? Den Arzt waschen. Nein, Arzt oder waschen. Oh Mann. So, wir kommen jetzt hier hoch, da. Du gehst mal waschen. Nein, du gehst zum Arzt. Hinten ist noch ein Fähnchen. Da. Dahin? Nein? Entschuldigung. Bleibst du da? Auto wird schon mal nicht gewaschen. Nee, heute Autowaschen ist glaube ich nicht mehr ganz so. Geh mal oben rum. Ja, jetzt fällt's ihm auf. Ich metzle ihm hinter ihm die halbe Armee nieder. Und jetzt fällt's ihm auf. Vollpfosten. Ciao, Fussel. Danke fürs Reinschauen. Einen schönen Abend noch und weiterhin gute Besserung. Fühl dich geknuddelt. Bäh.
Schnauze. Und jetzt 1, 2 und 3. Wieder nähern wir uns auch der Hälfte. Was sind die? Ach, hier ist das Schlachtfeld. Na schön. Nein. Da ist ein Fanship. Wie komme ich da hoch? Da. Ich weiche dem Kampf gerade aus, weil hier sind mir ein Tick zu viele Bogenschützen. Die sind nicht. Okay, wir räumen doch Rüst auf. Zum Glück schielen die ein bisschen. Autsch. Könntest du bitte die Waffe wechseln? Danke. So. Darf ich mich jetzt um die Fahne kümmern? Wieso denn da hoch euch zu jemandem? Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das sind Treppen. Lauf sie einfach. Wie soll ich da hochkommen? Oh, das ist auch ein Fanship. Und da hinten ist noch eins. Was ist denn hier los? So. Aber wie soll ich nach da drüben? So, das wäre ein Rono. Aber wie soll ich? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Oh, warum sind die alle so reaktionsschnell? Ich glaube, ich muss hier doch erstmal aufräumen. Thank you.
Dann bleib doch da. Aua. Sebi! Willkommen im Stream bei mir beim Fehlen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wie ist Minecraft gelaufen? Wie geht's euch? Wie seid ihr ins Wochenende gekommen? Hallo zusammen. Brisa, ich schub dich gleich zurück. Hallo zusammen. Wie geht's euch? Ich salze mich hier gerade durch die Steuerung. Uah, da ist noch einer. Ja, schubsen bei dem Spiel passt, ja. Nein, er kommt nicht da hoch. Okay. Nette Creeper-Gesichter. Wie komme ich jetzt da hoch? Hier vielleicht? Ja. War da unten ein Templer? Tatsächlich, was macht ein Templer da? Hat er sich verlaufen? Na. Autsch! Sebi, danke für den Host und wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Wenn ihr Minecraft sehen wollt, dann müsst ihr bei Sebi Crew vorbeischauen. So, habe ich sie jetzt alle? Immer noch nicht. Ich will doch nur die Fähnchen einsammeln. Ich will ja nur, mehr will ich ja gar. Wow. Immer noch nicht alle. Ach, der kam von da unten, okay. So. Fähnchen. Kümmern wir uns um das eigentlich Wichtige, die Fähnchen. Fahne. Ist hier irgendwo ein Heuhaufen, dass ich endlich dieses Geblinkere loskriege? Da ist ein Heuhaufen. Geh, daneben gesprungen. Brisa, du darfst gerne mal Ausrufezeichen Fehl AC. Da ist ja noch einer. Da ist er. Ich sehe. Hat der mich geschuckt? Der hat mich geschuckt, oder? Fehl AC, bitte. Jetzt sind sie alle weg. Okay, jetzt kann ich mich in Ruhe um die Fähnchen kümmern. AC. Zusammengeschrieben, genau. Danke. Weil ich wollte ja eigentlich nur geschwind durchreiten. Wie komme ich jetzt da? Moment. Hier? Nein. Ich sollte nicht laufen und gleichzeitig auf den Chat gucken, Entschuldigung. Du musst Chaos reinbringen, ja. Bevor ich es vergesse, da hinten war doch, genau hier. Ich komme mit der Steuerung heute. Heute ist ein Tag, da sollte ich die Steuerung einfach ignorieren und was anderes spielen. Nein. So, nochmal hier hoch. Und wir gehen nochmal hier hoch.
Machst du daheim nicht schon genug Chaos, Chaos? Ja, ansonsten nicht. Doch auch schon meistens. Immer. Da hinten und da unten war noch ein Fähnchen. Habe ich da drüben noch? Da stimmt, da oben war auch noch eins. Warum muss die Shizuka und Kai allein 100% rennen? Warum habe ich gefragt? Das ist der erste. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Wie kommen wir da hoch? Nein. Wie kommen wir da hoch? Wenn ich vielleicht hier hochklettere. Das Problem ist, ich kann mit Gamepads nicht spielen. Ich kann mit Gamepad einfach nicht spielen. Es geht einfach nicht. Ich kann das nicht. Ja, da sind Pflöcke. Einfach hoch. Nicht? Das sind doch Pflöcke. Warum kann er jetzt da... Nein, ich bin, bei Gamepads ist mein Problem einfach. Moment. Ich habe nie eine Konsole besessen. Sprich, meine ganze, oh, da ist sogar eine Fahne, das hat sich sogar gelohnt. Sprich, meine ganze Erfahrung beim Zocken bezieht sich auf Maus, Tastatur und Joystick. Mittlerweile auch Lenkrad. Aber nie Gamepad. Und beim Gamepad komme ich einfach nicht klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Hier, dass ich jetzt zum Beispiel hier nicht weiter nach, also so rumdrehen kann. Ich kann ihn nur von der Seite angucken, aber ich kann nicht rumrotieren. Es ist, naja. Was hast du denn gemacht, Lewy? Entschuldigung, Lewy, jetzt habe ich den Namen auch noch falsch ausgesprochen. So. YOLO! Nein. Hä? Wie? Also ich bin gerade mit Anlauf und ohne einfach lieren wir richtig, okay. Aua. Keine Schmerzmittel. Bäh. Gut, wir merken uns, dass hier wahrscheinlich dann die letzte Fahne sein wird, die ich im tausend kalten Winter nicht bekommen werde.
Es sind ja auch bloß noch 52. Aber hier war doch noch eine andere. Da. Muss ich da mit dem Pferd? Pferd! Pferd, wo bist du, Pferd? Eine Schiene? Okay. Ja, doch mal ein Pferd, wo ist mein Pferd hin? Jutta muss aufpassen, erst kraut sie Köpfe und dann schupft sie rum. Kann ich Chaos fragen. Ach, mein Pferd ist zum Heu. Na schön. Ich sag jetzt nichts. So. Dann hoffen wir mal, dass Hotte Hü genug Sprungkraft hat. Und nein, 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 nein. Also hier anscheinend nicht. Dann nochmal rumdrehen. Geht doch. Aber wie komme ich an dieses... Wie komme ich an die ran? Naja, vielleicht kriegen wir noch irgendeine Fähigkeit. Ich weiß es ja nicht. Ja, erst kraulst du Köpfe und dann schubst du rum, Brisa. Bäh. Zumindest bei mir. Da muss ich hoch. Metzeln. Fehlfähigkeit, ja. Hallo. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aua. Wir wollen ja für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Wenn wir schon die Sarazenen niedermetzeln, dann metzeln wir die Kreuzritter aber auch nieder. Das ist so halbwegs ausgeglichen. Finger weg. Halbwegs ausgeglichen. Schnauze. Hauptsache, hier sind nirgends Bogenschützen. Und geh mal fliegen. Oh. Die bleiben echt. Weg, 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 weg. Ich muss weg da, ich muss weg da. Und geh mal fliegen. Ja. Die sprechen alle Französisch. Soll das irgendwie Ressentiment schüren oder warum? Ist Ubisoft nicht französisch? So, gehen wir fliegen. Ist doch französisch, was die labern. Kann jemand französisch? Was sagen die denn? Autsch. Das war Glück. Au, au, das war ein Tritt in die Beine. Hm. Eine Art Wirbelattacke, die gibt es glaube ich in dem Teil noch nicht. Und jetzt bleib einfach liegen. Geht doch. Äh.
Badum. Nein. Da war ich gerade ein Tick zu ungeduldig. Ja, renn weg. So. War jetzt zwar nicht ganz das, was ich wollte, aber gut. Hauptsache, es geht nach oben. Müssen wir nach hinten gucken, gibt es da noch irgendwie... Da ist ein Fähnchen. Okay, also einmal noch um die Kirche drum, um den Kirche. Um den Turm drumherum, aber ansonsten sehe ich hier momentan, bis auf diese eine Verfluchte da hinten, keine. Hallo. Und wir haben die Hälfte der König Richard Flaggen. Yippie! Und ich weiß ganz genau, dass wir bei 99 enden werden, weil ich wahrscheinlich nie rausfinden werde, wie wir die da oben bekommen. Wer merkt sich bis zum nächsten Mal? Die singen. Achso, die singen. Okay. Wer merkt sich bis nächsten Freitag, dass da oben eine Fahne ist? Moment. Habe ich echt vergessen, E zu drücken? Habe ich echt. Bin ich da echt hochgegangen und habe vergessen. Fehl AC bitte einmal. Wird immer besser. Da hoch, hoch! Ich habe echt vergessen, E zu drücken. Das ist doch der Aussichtspunkt, oder? Danke, Spartüssel. Okay, zumindest eins von diesen Dingen haben wir dann endlich mal erledigt. Und dann können wir jetzt hier nochmal yellow. Und wieder keinen Stein. Zur Erklärung der Steine. Es gibt einen Bug in dem Spiel. Wenn man V-Sync eingeschalten hat und diese Trollsprünge macht, kann es durch Glitches passieren, dass diese Heuhaufen hart wie Stein sind. Bis er das rausgefunden hat, hatte ich, glaube ich, ungefähr 23 Tode oder sowas in der Richtung. Wir wollen nicht nach Jerusalem, wir wollen nach hier. Fahne. Ach, Mist. Au! Immer diese Tritt nicht anfassen. Flegel. Fensche. Andere Spiele? Also ich kenne es bisher nur mit von Assassin's Creed. Oh, scheiße.
Lass mich in Ruhe. Aber es war auf jeden Fall... Ah, guck mal. Bleib einfach gleich liegen, du dickes Stück Metall. Also das hat immer funktioniert, aber wirklich bei den Trollsprüngen, da bist du dann geflogen und dann hat's puff gemacht und du warst tot. Das hat sich jetzt gelohnt, jetzt laufen die vor mir her, wo ich jetzt nochmal durchreiten muss. Hallo ihr. Oh, Fahne. Ja, da kommt es wohl auch her, aber manche Maps in Map Guild Wars 2 setzen eben auf Heuhaufen zur Fall. Okay. Ich kenne es halt nur von Namen her, Trollhaufen. Hier besteht tatsächlich Hoffnung, dass wir bis auf die letzte da hinten alle finden. Ganz ruhig, Prahler. Schwarzer. Ich muss, glaube ich, da hoch, oder? Warum denn? Ach, scheiße. Au, au. Und bleib einfach liegen, Sürdle. Wo kommen die denn wieder alle her? Kann es sein, dass es von Runde zu Runde mehr werden? Ist ja schlimm genug, dass sie respawnen, aber dass es dann noch mehr werden... Schnauze. Geht doch. Ja, das sind auch Sarazen. Lyri, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich wünsche dir eine gute Besserung, ein schönes Wochenende. Danke, dass du reingeschaut hast. Und auf jeden Fall gute Besserung. Gute Besserung mit deinem Arm. Hand. Arm. Arm war's. Arm. Da lang. Hallo ihr. Ich glaube, die habe ich schon 5-mal umgebracht. Okay, hier sind wir safe. Stoßen Sie Soldaten von Dächern. Ach, komm noch gar nicht. Ich dachte, ich habe Kamera schon mal ausgemacht, weil gleich Zwischensequenz erwarte. Aber dauert ja wohl noch ein bisschen.
Weg da, hab's eilig. Kurve. Ich vermisse so ein bisschen die Ansagen aus Dirt Rally. Drei links, Vorsicht, Sprung vielleicht. Und hier haben wir auch bloß noch zwei, drei Fähnchen. Komm, die finden wir jetzt noch, oder? Wir können ja nicht allzu... Ja, ja. Entschuldigung. Warum macht er das? Weil ich es kann. Oder auch nicht. Ich glaube, wir fehlen wirklich bloß noch zwei, drei Fähnchen. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Nein, gibt es nicht. Einfach weitermachen. Er wird Ärger verursachen. Ich glaube, hier bin ich schon dran. Ja, das war der Stein, wo ich dreimal gestorben bin, bis wir begriffen haben, oh, da muss irgendein Bug sein. Der Heuhaufen ist eigentlich auch schon Stein. Wenn ihr welche seht, sagt ihr mir ja sicherlich Bescheid. Wow. Nein, ich möchte meinen Grafiktreiber jetzt nicht updaten, liebes GeForce. Entschuldigung. Wo sind hier noch irgendwo die... Wo war ich hier noch nicht? Ich war doch hier eigentlich schon überall. Ich bin ja sogar einmal extra hier hinten rum, wo die Falle war. Ist er auf der Flucht? Nein, ich hab's nur eilig. Aber da war ja auch nirgends ein Fähnchen. Was macht er? Der werft eure Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Hier ist auch nichts. Ich könnte immer noch schwören, ich müsste hier irgendwo da hoch wahrscheinlich. Aber ich komme da nicht hoch. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht hochklettern. Ich kann hier nicht hochklettern, wenn ich mich... Moment. Nee. Nein. Nö. Das ist ein Glitch. Ich weiß es nicht. Wir werden sie noch finden, aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Hier unten haben wir jetzt hoffentlich alle, oder? Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen, heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht.
Wie das, wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Neue Fähigkeiten, Kurzschwertmeister. Ah, das ist es hinten. Mhm. Okay. Das macht jetzt einfach mehr Schaden. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich weniger Schläge damit. Aber, da das jetzt heute doch ein bisschen länger gedauert hat als sonst, würde ich sagen, wir machen Feierabend für heute. Hier nochmal kurz anmachen. Ich bedanke mich schon mal für die Hosts und für die Follows und fürs Dabeisein. Oh Mann, sind viele online. Wo hoste ich euch denn hin? Ja, zu dem, von dem ich das Spiel habe, zu Mr. Buttontoes. Lasst einen lieben Gruß von mir da. Ja, Friede sei mit dir. Und so weiter und so fort. Nächsten Stream gibt es am Montag, Wochenende wahrscheinlich nicht, ich muss mich um den Server kümmern. Von daher, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, habt viel Spaß, wir hören und sehen uns. Bis dann, gute Nacht zusammen, tschüss.